Hallöchen, im heutigen Video spreche ich über alle Neuigkeiten in Call of Duty Cold War. Wie ihr mitbekommen habt, wurde ja im letzten Update ein klein wenig Movement geändert. Hüpfen und Rutschen wurde genervt, warum auch immer die das machen. Ein paar Spielefehler wurden behoben, aber auch neue reingebracht. Mal wieder typisch. Und wir hätten nochmal gute Nachrichten für jeden Zombie-Fan. Wir können jetzt endlich auf der neuen Karte die Elite-Einheiten töten für die Dark Aether-Tarnung. Und apropos Untote, wir bekommen nochmal einen neuen Modi rein bald, nämlich Outbreak. Der Outbreak-Modi wird wahrscheinlich eine große Karte werden, wie bei Feuerdrop oder eine eigene Karte werden. Und da kämpft ihr dann miteinander und gegeneinander gegen Untote. Bedeutet, wir hätten eine Art Open World, Call of Duty, Cold War, Untoten-Gemetzel, wo ihr aber auch gegen andere spielen könnt. Wie bei Feuerdrop oder Warzone, ihr landet auf einer fetten Karte, könnt miteinander oder gegeneinander kämpfen. Und wer am Ende am Leben bleibt, gewinnt. Ich denke mal, wird ein richtig cooler Modi werden. Ich könnte mir den gut vorstellen, wie eine Art Überlebenskampf gegen Menschen und gegen Untote. Und gerne mal rein kommentieren, eure Meinung über den Mode. Hättet ihr Bock drauf oder eher weniger? Hättet ihr mehr Bock auf eine normale Warzone-Karte mit halt, ja, mit neuen Gebieten, die ihr mal erkunden könntet? Gerne rein kommentieren, eure Meinung, eure Interessen, eure Vermutungen über Outbreak. Und im Multiplayer wurden noch eine Menge weitere Daten geleakt, die euch eventuell gut gefallen könnten oder auch abfacken könnten. Nämlich hier die K9-Unit, der Begleithund wie bei Ghost oder wie der Nomad-Hund. Der wurde auch schon in den Daten gefunden, wir haben Bilder bekommen, wir haben auch einen Killfeed dafür bekommen und der könnte eventuell in der nächsten Saison reinkommen. Tja, mit dabei wäre noch die Barrikade, die kennt ihr noch von MW oder von Torque. Die könnte dann auch bald reinkommen, da wurden auch schon Bilder gefunden. Kann ich gerne teilen, wenn ihr Bock habt. Ja, mit dabei wäre der Flammenwerfer, der wurde auch schon auf ein paar Wallpapern für Call of Duty geleakt. Und dann noch hier die Handkanone, ein Annihilator, der kam auch schon in die Kampagne mit rein. Bedeutet, die Killstreaks, die eigentlich hier Spezialistenfähigkeiten wären, könnten natürlich bald reinkommen in Call of Duty Cold War Multiplayer. Und jo, mit dabei wäre natürlich noch die Death Machine, die wurde es noch nicht gefunden, aber die wurde schon angekündigt vor Monaten, irgendwie durch einen kleinen Beitrag und durch ein Bild. Jo, aber wir hätten auch noch hier neue Karten, die reinkommen könnten. Für die neue Saison gibt es ja immer neue Karten, neue Waffen und neue Inhalte. Und da, meine Freunde, gibt es natürlich einmal hier Samantha, den neuen Operator. Kennt ihr vielleicht, kann ich gerne ein Bild reinhauen, wenn ihr Bock habt. Wäre eigentlich kein Problem, denke ich, wegen Copyright. Und ja, wir hätten auf der neuen Karte Apocalypse, die dann reinkommen wird, eine Dragunov gefunden auf dem Boden und auf dem Tisch. Und ja, die Dragunov wird wahrscheinlich nicht reinkommen. Dafür eine Waffe namens NTW-20. Die kennt ihr vielleicht, gibt es auch in Real Life, könnt ihr gerne googeln. Und ja, die wurde gefunden, gleich eine neue SMG, nämlich hier die Tag-9, vermute ich mal, mit einem großen Namen oder mit einem Codenamen. Die Galil, die Graf, die kennt ihr, die wird wahrscheinlich auch reinkommen, gleich wie G11. Oder wie die neuen Nahkampfwaffen. Da wurden nämlich ein paar gefunden. Die Machete und nochmal mit dabei eine Art Schaufel. Beide Waffen wurden auch schon in den Paketen angekündigt. Wir hätten auch schon Aufgaben dafür bekommen, wie ihr die freischalten könnt. Und noch ein wichtiger Punkt, wir haben durch Shop-Inhalte eine Waffe angekündigt bekommen, die dann auch reinkommen wird. Nämlich, richtig meine Freunde, den Crossbow, die Armbrust. Die Waffe wird wieder reinkommen, eventuell wieder mit Normalpfeilen und mit Exklusivpfeile, wie in den alten Call of Duty Teilen. Jo, die wurden natürlich durch Shop-Inhalte geleakt. Ja, meine Freunde, Anime-Pakete, Tracer-Pakete und Co. werden auch wieder erscheinen. Aber die könnt ihr dann natürlich auch nochmal freischalten, hier die Armbrust, gleich wie die anderen Waffen. Und ja, wir hätten dann noch eine kleine andere Neuigkeit, nämlich hier die ganzen Karten. Wir hätten hier Echelon noch mit dabei, Tune, Borderline, Heat, aber auch Trainage und hier die Karte Exclusion. Aber ob die Karten jetzt wirklich reinkommen, wurde noch nicht bestätigt. Gleich die neue Waffen und neue Modi. Die könnten natürlich noch gescrapped werden, bedeutet einfach verworfen werden oder irgendwann in Monaten reinkommen. Aber hier im heutigen Video natürlich alle Neuigkeiten, die geleakt wurden. Natürlich hätten wir noch mit dabei ein paar weitere Leaks, die noch nicht bestätigt wurden, die auch keine richtigen Bilder oder Quellen dafür haben. Aber alle Neuigkeiten könnt ihr euch gerne angucken bei mir. Gerne bei Discord beitreten. Link wäre unten in den Kommentaren drin. Gerne beitreten, da habe ich alle Bilder auch schon geleakt, die wir haben. Für die neuen Karten, neue Modi, neue Killstreaks und Co. Und natürlich, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Gerne auch abonnieren und gerne, ja, mal reinkommentieren. Und haut rein!